Jo Leute, hoffe alles okay bei euch. Im heutigen Video gehen wir auf die kürzlich entstandene Ryan Garcia Geschichte ein. Wir werden uns verschiedene Livestreams von Ryan Garcia anschauen, in denen er teilweise schockierende Behauptungen aufgestellt hat. Und werden uns anschauen, ob er wirklich davon betroffen war. Die Themen, die im Video besprochen werden, sind der Weltuntergang, Propaganda, Bohemian Grove, ein bisschen das Thema Handel und eine gefakte Alien-Invasion, die in Kürze stattfinden soll. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. 96, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you. Oh, what about Bohemian Grove? And then you countered, them by saying, hey, I don't run around in the woods naked. What did that mean? The rules of satanic worship is it needs to be in your plain sight. That's all I'm going to say. Now, where would we be with an undercover operation and no Disney employees? Oh, yes, we always have Disney employees. The ancient prophecy that a red heifer will be sacrificed to inaugurate the building of the third temple and the bringing about of the Antichrist. Ryan Garcia ist ein in Kalifornien geborener Boxer, der im Alter von 7 Jahren angefangen hat zu boxen. Im Jahr 2016, im Alter von 18 Jahren, gab Ryan Garcia sein Profidebüt. Seitdem hat er eine Reihe von Siegen errungen und sich einen Ruf als einer der besten Nachwuchsboxer der Welt erarbeitet. Bis vor kurzem war er noch unbesiegt. Doch das änderte sich am 15. September letzten Jahres, als er gegen Gervonta Davis antrat, der ihn durch einen Körpertreffer in der 7. Runde besiegt hat. Auf jeden Fall trat Ryan Garcia vor kurzem durch ein paar etwas krassere Behauptungen in die Schlagzeilen. Lass uns auf die verschiedenen Livestreams, Twitter-Posts und Gespräche eingehen, in denen er diese Behauptung gemacht hat und wie real diese Behauptungen sind. Die erste auffällige Aktion war ein verwirrender Instagram-Post, in dem er folgendes schrieb. Jungs, wir haben ihn. Ruhe in Frieden, Ryan Garcia. 666. Dazu hat er dieses Video gepostet. Kurze Zeit später fing er dann mit den krassen Behauptungen an. Auf Twitter schrieb er folgendes. Ich wurde mit 2 Jahren vergewaltigt. Wie würdet ihr reagieren von einem Familienmitglied? Wie würde sich das anfühlen? Wie würdet ihr reagieren? 2 Tage später ging er in eine Gesprächsrunde mit Andrew Tate und hat diese Behauptung auch nochmal öffentlich auf Band gesagt. Auf jeden Fall hat er in dieser Gesprächsrunde mit Andrew Tate behauptet, dass er Zeuge vom Menschenhandel geworden ist, entführt wurde, an einem Baum gefesselt wurde und gezwungen wurde zuzusehen, wie Sachen mit Kindern gemacht werden. Er redete von einem ganz bestimmten Event, wenn man das so bezeichnen kann, das sich Bohemian Grove nennt. Gleich mehr dazu. You know the higher elites, bro. You already know who they are, bro. You know the path Andrew, you're going down is dangerous, my friend. I don't give a I don't give a they can't touch me. I'm a god. Well, that's the first point of contention, because I care about you a lot, and I can assure you from my own personal experience that they can touch you, which is bro, the worst no, part they it. Can't, bro. All right, so come touch me, you bitch. The fuck you talking about? For if Alex could get a fucking video from the Bohemian Grove, of course I could. Ryan Garcia hat gerade über einen Mann geredet, der schon vor 24 Jahren über diesen Ort geredet hat und schon selber vor Ort war. Alex Jones war einer der ersten Leute, der online über solche Themen geredet hat. Er hat zum Beispiel, bevor die Türme in Amerika eingestürzt sind, immer wieder behauptet, dass diese einstürzen werden. Auch hat er über die Insel Bescheid gewusst, als alle noch dachten, es wäre eine Verschwörungstheorie. Er hat ebenfalls behauptet, dass mehrere Regierungen und große Unternehmen zusammengearbeitet hätten, um eine neue Weltordnung zu schaffen. Und zwar durch fabrizierte Wirtschaftskrisen, Überwachungstechnologien und vor allem durch interne Terroranschläge, die eine ausnutzbare Hysterie schüren sollten. Am 15. Juli 2000 infiltrierte Jones die Bohemian Grove Zeremonie. Er nahm einen Teil der Zeremonie auf. Zu sehen war, wie ein Haufen Leute vor einer Eule stehen und ein Ritual abhalten. Diese Eule soll die Götze Moloch darstellen. Moloch wird in verschiedenen Kulturen verschieden dargestellt. In einigen Kulturen wird er als Mensch mit Stierkopf dargestellt und in anderen als Eule. Moloch ist die Götze, der normalerweise Kinder geopfert werden. Das Anbeten von Moloch wird oft mit der Hoffnung verbunden, bestimmte Vorteile oder Gunst zu erlangen. Sei es Schutz, Fruchtbarkeit, Wohlstand oder andere weltlichen Belohnungen. Die Eule auf der Kleidermarke von Drake soll diesen Moloch darstellen. Auch soll sie Weisheit symbolisieren, da sie im Dunkeln sehen kann. Auf jeden Fall treffen sich seit dem Jahr 1899 jedes Jahr im Juli für 2 Wochen Politiker, Entertainer und generell einflussreiche Personen, um einen Götzendienst im Wald abzuhalten. Es dürfen nur Männer daran teilnehmen. So he went and snuck in
to this place where, like, former presidents go. There's a photograph of Ronald Reagan with Herbert Walker Bush and a couple other people all standing around. And they would put on robes and they would worship an owl god, and they would burn an effigy. And Alex snuck in and made video footage of this. And then no one's denying that it's real. This really did happen. Es handelt sich hierbei um keine Theorie, sondern eine Tatsache. Alex Jones, der Mann, der diese Sache an die Öffentlichkeit gebracht hat, sprach sogar mal den ehemaligen Clinton-Berater David Gergen auf diese Veranstaltung an. Der hatte einige Jahre zuvor bestritten, dass er wie die anderen nackt im Wald herumläuft. Doch als Alex Jones ihn darauf ansprach, behauptete er, dass er das nie gesagt hat. Auch betonte er seine Wertschätzung für den Club, sowie seine Freude, ein Mitglied davon zu sein. What was it, 1996, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you. Oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, hey, I don't run around in the woods naked. What did that mean? Here is the before mentioned Washington Times article where he said, I didn't run around naked like they do. I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Really? That's right. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Alex Jones hat über eine bestimmte Zeremonie gesprochen, bei der angeblich nur eine Inszenierung stattfand. Man wirft einen lebendigen Mann ins Feuer rein, um ihn für diese Götze zu opfern. Doch viele behaupten, dass dies keine Inszenierung war, sondern wirklich stattgefunden hat. Schaut euch mal die Szene an. Once again, Midsummer sets us free. Der Schrei am Ende war angeblich der eines Menschen. Alex Jones behauptete, es sei alles nur inszeniert gewesen und niemand sei zu Schaden gekommen. Dennoch wird auch behauptet, dass Alex Jones im Allgemeinen eine kontrollierte Opposition sei und zu diesem Treffen eingeladen wurde. Er hat sozusagen gesagt, es ist inszeniert, damit er nicht zugeben muss, dass er Zeuge eines gewesen ist. Viele haben sich gefragt, wie Alex Jones überhaupt in diese Veranstaltung kommen konnte. Bei diesem Event wird das gesamte Gelände von privater und staatlicher Sicherheit überwacht. Was bedeutet, dass normalerweise niemand eindringen könnte, da sie mit Waffen, Hunden und weiteren Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet sind. Deshalb behaupten viele, dass er eingeschleust wurde und er die Erlaubnis hatte, dies zu filmen, um sich einen Namen in der Verschwörungstheoretiker-Szene aufzubauen. Damit man eine kontrollierte Opposition in dieser Szene hat. Die Sache war damals sehr groß in den News. Hätte man nicht gewollt, dass es in den News landet, wäre es auch nicht da gelandet. Kurze Zeit nach Garcias Twitter-Statement schien es so, als ob er von Geschäftspartnern und Investoren gezwungen wurde, ein Statement abzugeben, indem er sagt, dass er sich nur noch aufs Boxen konzentriert und nicht mehr über solche Themen sprechen wird. But I'm coming back to announce, I'm not going to speak on any other topic other than boxing, sports and my fight. Doch eine kurze Zeit später tauchte er wieder mit einem Statement auf, indem er über die berühmte Insel sprach. Er behauptete, dass dies nicht die einzige Insel ist, die existiert. Er sagte auch Folgendes dazu. You know, Jeffrey Epstein ain't the only island. Think about that. They do horrible things together so they don't snitch against each other, and they're rich so they hold each other accountable. If you say something, I'm gonna say something and everything comes down. Think about it. Außerdem behauptete er, dass der Ministerpräsident von Israel, Benjamin Netanyahu, ihn nach Israel einladen wollte. Am Anfang dachten viele, er redet Müll. Er sagte zuerst, dass der Präsident sich mit ihm treffen wollte. Und später sagte er noch, dass er in geheimen Zimmern im Vatikan war. Aber einiges konnte er sogar belegen. Zum Beispiel hat er einen Chatverlauf gezeigt, in dem der Assistent von Netanyahu, Ryan Garcia, mitgeteilt hat, dass der Präsident sich mit ihm treffen will. Lass uns mal kurz darauf eingehen, warum sich ein Präsident mit jemandem wie Ryan Garcia treffen sollte. Ich denke mal, jeder von euch hat mitbekommen, was in dem Gebiet gerade los ist. Seit circa 5 bis 6 Monaten wird pausenlos bombardiert. Natürlich weiß man, dass das nicht gut in der Öffentlichkeit ankommt. Deshalb soll man angeblich Stars einfliegen lassen, die dann Propaganda für sie machen. Der Comedian Bobby Lee behauptete zum Beispiel, dass sie oft Promis First Class umsonst einfliegen lassen und auf Kosten des Staates reisen lassen, nur damit sie über Social Media Plattformen positive Dinge über dieses Land posten. Leute, nur kurz erwähnt, der Comedian, der diese Sachen erzählt hat, hat es in einem Podcast erzählt, den er zusammen mit einem Juden macht. Es war also nicht antisemitisch gemeint. And it's on the house. They fly you first class, the whole thing. Wow. And I go, oh, who's going? He goes,
It's going to be me, you, George Lopez, Jamie Chung, Brian Greenberg, her husband. I like it. I love him. I love Brian, right? And I go, it's free? And they go, yeah, it's not free. Because when you land there, they go, you have to every day tweet positive things about Israel. Yeah. Right? Yeah. Auch sprach Ryan Garcia die dutzenden vermissten Fälle von Disneyland an. Im Internet steht, dass viele wieder gefunden werden, aber immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass viele Statistiken verfälscht werden. Überall im Internet findet man Fact-Checks und so weiter, die die Sache angeblich widerlegen. Und Mitarbeiter sagen zum Beispiel, dass noch nie ein Kind verloren gegangen ist, was viele bezweifeln. Ich glaube, Disney würde auch nicht zugeben, dass viele ihrer Mitarbeiter Pädophile sind. Immer wieder werden bei geheimen Ermittlungsoperationen Disney-Mitarbeiter mit kinderpornografischem Material hochgenommen. Hört euch mal an, was ein Polizist über dieses Thema sagt. Now where would we be with an undercover operation and no Disney employees? Oh yes, we always have Disney employees. He's a bellhop at the Coronado Springs Resort on Disney. He's from Winter Garden. He confessed and he said, you caught me. Auf ein paar Sachen, die Ryan Garcia angesprochen hat, kann man leider nicht näher eingehen. Zum Beispiel hat er über das geredet, worüber schon Xavier Naidoo, Cooley und viele weitere geredet haben. Und zwar drin. Leute, über das Thema Kinder oder drin rum habe ich ein ganzes Video. Das ist aber nur auf Telegram verfügbar. Wen es interessiert, erster Link in der Beschreibung. Eine der verstörendsten Geschichten, über die Ryan Garcia geredet hat, betraf ein Topmodel namens Gabriela Rico Jimenez. Kurz erklärt, es war ein Model, das sich in Politikerkreisen aufgehalten hat, bis sie durchgedreht ist, weil sie mitbekommen hat, dass diese Leute Menschen essen. Sie sind Kannibalen. Auch hat sie etwas von unterirdischen Höhlensystemen gesagt, in die Kannibalen geführt werden. Dazu habe ich ein ganzes Video, aber ich muss es nochmal überarbeiten, da es etwas älter ist. Wenn es fertig ist, wird es auf meinem Telegram-Kanal hochgeladen. Erster Link in der Beschreibung. Eine weitere Sache, die von Ryan Garcia thematisiert wurde, war eine gefakte Alien-Invasion, die in Zukunft stattfinden soll. Zu dem Thema habe ich schon mal ein ganzes Video gemacht, aber lass uns nochmal kurz darauf eingehen. Project Bluebeam soll eine geheime Operation der NASA und verschiedenen Weltregierungen sein, in der man eine noch nicht auf den Markt gekommene Technologie nutzen will, die Hologramme in den Himmel projiziert, um eine Alien-Invasion zu inszenieren und so eine Weltregierung herbeizuführen. Diese Theorie wurde erstmals von Sergei Monast, einem kanadischen Journalisten, in den 1990er Jahren verbreitet. Monast behauptete, dass Project Bluebeam in mehreren Schritten durchgeführt wird. Zum Beispiel sollen zuerst auf der ganzen Welt verschiedene Artefakte auftauchen, die verschiedene Religionen widerlegen sollen oder den Anschein erwecken sollen, dass man diese Religion falsch verstanden hat. Zu dem Zeitpunkt, an dem das stattfinden soll, soll sich die Welt kurz vor oder in einem dritten Weltkrieg befinden. Diese Aliens werden dann angeblich kommen und die Retter sein, die einen atomaren Weltkrieg verhindern. Auf jeden Fall soll dann noch sogenanntes ELF genutzt werden, was Extreme Low Frequency heißt. Ihnen werden Stimmen in den Kopf projiziert, die sie davon überzeugen sollen, dass alles real ist. Wenn ihr euch mal auf YouTube umseht, wird in manchen Ecken viel über die Rückkehr der Götter geredet. Das soll angeblich Propaganda für dieses Projekt sein. Nibiru, Planet X und viele andere Sachen. Ryan Garcia erzählt die Geschichte der Operation aber etwas anders. There will be a great delusion set on Earth. How do you think everybody gets deluded? Because the rapture is going to happen when Jesus raptures his church. Obviously there's beams of light. What does that remind you of? UFOs, alien abduction. So the people left on Earth are going to believe that it was an alien abduction and they're going to be set off with a great delusion. So all I'm trying to do is call people to Christ before it happens. So that's what they're going to do. That's the whole plan. There you go. I laid it out for you. Leute, auch hat diese Operation etwas mit dem Antichristen zu tun. Denn viele behaupten, dass der Antichrist nach dieser Alien-Invasion regieren wird. Er wird die Weltregierung leiten. Dass wir uns mittlerweile in der Endzeit befinden, ist in vielen Religionen bekannt. Doch vor kurzem ist etwas passiert, das dies noch mehr bestätigt. Und zwar stehen in Israel schon die 5 roten Kühe bereit, die vor dem Bau des dritten Tempels geopfert werden sollen. Wenn dieser Tempel gebaut wird, soll der Messias der jüdischen Bevölkerung erscheinen. Leute, bei unseren jüdischen Brüdern muss man immer aufpassen, was man sagt, da man direkt als Antisemit in die Ecke gestellt wird. Ich will hier nochmal erwähnen, ich bin kein Antisemit. Es wird behauptet, dass der Messias der jüdischen Bevölkerung der Antichrist ist. Und wenn diese Kühe geopfert werden und der dritte Tempel gebaut wird, soll dieser Antichrist erscheinen. The unlikely role red cows play
in war between Israel and Hamas, where they're talking about the ancient prophecy that a red heifer will be sacrificed to inaugurate the building of the third temple and the bringing about of the Antichrist. Here's the here's a selection from that 5-minute CBS video. A massive altar already awaits where the heifers are to be burned. According to some believers, the ceremony needs to be performed right here on the Mount of Olives, looking directly into where the temple once stood. But something else now stands in its place. The Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque. Das soll auch einer der Gründe sein, warum man keinen Frieden in dieser Region will. Wie ihr gehört habt, soll der dritte Tempel da gebaut werden, wo zurzeit der Dom der Al-Aqsa-Moschee steht. Leute, ich will nicht viel vom nächsten Video spoilern, aber fragt euch mal bis dahin, was das letzte Mal passiert ist, als man jemanden mit so viel belastendem Material hochgenommen hat. Vor welcher großen Sache wurde Epstein verhaftet? Mehr dazu im nächsten Video. Gehen wir auf ein paar weitere Aussagen und Livestreams ein. Ein Livestream ist besonders verwirrend. Wie wir gesehen haben, sind viele Sachen, die Ryan Garcia angesprochen hat, keine Fiktion. Nur die Frage ist, ob er wirklich entführt wurde und in Bohemian Grove an einem Baum gefesselt wurde. Die Reaktion zu den Aussagen von Ryan Garcia war unterschiedlich. Manche glaubten ihn, die anderen sagen, er habe sowas wie eine Psychose. Und sein zukünftiger Gegner Devin Haney sagt, dass alles nur Schauspielerei ist, um ihren Kampf, der am 20. April stattfindet, zu promoten. Es ist nicht gerade logisch zu behaupten, er habe das gemacht, um mehr zu verdienen. Denn wie er auch selbst mitteilte, wurden ihm nach dieser Aktion die Kreditkarten gesperrt und er konnte nicht mehr an sein Geld kommen. Es gibt auch schon einige Leute, die Sponsoring-Deals gekündigt haben und es wird sogar über einen neuen Gegner für Devin Haney gesprochen. Wenn er am Tag des Events alles auflösen würde, könnte man noch sagen, es war gute Promo. Aber solange im Raum steht, dass er an das glaubt, was er davon sich gegeben hat, wird ihm in Zukunft viel Geld entgehen, da niemand mit diesen Themen in Verbindung gebracht werden will. Vielleicht könnte es auch das gleiche Szenario wie von Alex Jones behauptet sein. Und zwar, dass er das alles macht, um die Leute zu locken, die dasselbe Gedankengut haben. Apropos locken. Eine kleine Nachricht an meine christlichen Zuschauer. Ihr kennt das bestimmt, wenn plötzlich Hollywood-Stars, von denen behauptet wird, dass sie eigentlich Satanisten sind, auf einmal anfangen, über Jesus zu reden. Diese Sache hat man schon sehr oft gesehen. Aber wenn man mal schaut, was diese Leute so anstellen, ist das schwer zu glauben. Ich will niemandem seinen Glauben absprechen und sagen, er ist ein Heuchler. Aber bei einigen Leuten müsst ihr aufpassen. Wie wir vorhin besprochen haben, wird ja behauptet, dass bald der Antichrist auftaucht. Im Islam zum Beispiel warten wir genau wie die Christen auf Jesus. Es wird gesagt, dass in der Endzeit Jesus auftauchen wird und den Antichristen besiegen wird. Im Islam wird zum Beispiel gesagt, dass der Antichrist sich zuerst als Jesus ausgeben wird. Das heißt, man wird die Leute von ihm überzeugen, indem man sagt, es ist die Rückkehr von Jesus. Aber Jesus wird erst nach ihm auftauchen. Natürlich nicht alle, aber viele dieser Stars, die auf einmal anfangen von Jesus zu reden, bereiten die Leute auf den Antichristen vor. Sie werden viele Leute davon überzeugen, dass es Jesus ist. Gehen wir auf die zweite Behauptung ein. Viele Leute haben behauptet, dass er eine Psychose hat. Das lag daran, wie es den Leuten mitgeteilt hat. Die Reaktion von Ryan Garcia kann man einigermaßen verstehen. Aber es ist nicht sehr schlau, wenn man solche Dinge exposen will, dies emotional, durcheinander oder unüberlegt den Leuten vorzutragen. Wenn jemand versucht, auf die gleiche Art wie Ryan Garcia Dinge zu exposen, wird er natürlich direkt als verrückt abgestempelt. Weil er wie gesagt zu emotional an die Sache herangegangen ist und den Leuten nicht schlüssig erzählen konnte, was er da meint. Doch der Hauptgrund, warum man dachte, dass er durchdreht, ist ein weiterer Livestream zwischen ihm und einem YouTuber. Darin äußerte er sehr verwirrende Behauptungen, wie zum Beispiel, dass ihn oft Engel besuchen würden und er Visionen gehabt habe, in denen er von Gott aufgefordert wurde, bestimmte christliche Bücher zu lesen. Danach geriet er in eine Art Trance und konnte durch Berührung mit seinem Finger, den er seinem weinenden Baby auf die Stirn gelegt hat, das Baby zum Schweigen bringen. And if you don't mind me asking, how did God speak to you? Was it through a parable? Was it through the verses? Was it a dream? It was through so many ways, mainly through confirmation to what I was feeling in my spirit. Yeah. But then when I started getting visited by angels, and then the stuff would happen in the ring, and I would have so much power that I couldn't explain, it was obviously prevalent that God is calling me. Anscheinend ist Ryan Garcia überzeugt von dem, was er da redet. Und wie es aussieht, macht er dies nicht für Geld. Jetzt kommen wir wieder zu einer etwas krasseren Geschichte. Und zwar vielleicht stimmt alles, was er da gesagt hat. Immer wieder hört man von verschiedensten Leuten, dass ihnen Jesus oder Engel erschienen sind. Aber es wird behauptet, dass die meisten dieser Begegnungen eher etwas mit Dämonen zu tun haben. Auch kommt jetzt eine Information, die bestimmt viele nicht hören wollen. Aber er hat selber gesagt, dass er oft Weed konsumiert. Er kommt aus Kalifornien. Bestimmt habt ihr alle mal was von Kelly Weed gehört. Leute, das Grün, was zur Zeit rumgeht, ist nicht mehr das, was es zum Beispiel mal vor 100 Jahren war.
Mit der Zeit wurden die Sorten so genetisch manipuliert, dass sie oft einen überdurchschnittlichen haben, aber fast kein CBD. Das sorgt dafür, dass die Leute Psychosen davon kriegen. Ein ehemaliger Psychotherapeut hat mal erklärt, was diese Psychosen auch sein können. Und zwar, dass man sich durch bestimmte Substanzen für Dämonen aufmacht und so anfängt, Sachen wahrzunehmen, die man normalerweise nicht wahrnehmen kann. Er hat zum Beispiel behauptet, dass viele in der Psychiatrie eher ein Problem mit Dämonen anstatt mit ihrer Psyche haben. Und diese genau wie Ryan Garcia erzählen, dass sie in Gestalten erschienen sind. So the traditional psychotherapies that they teach in universities don't take into account the spirit of the human being. I've talked about you in a bunch of my videos. I even interviewed a schizophrenic who was kind of famous on TikTok. He's an artist. And we had a whole conversation. I even mentioned you a bunch of times about how these voices could be actual entities. And I was telling him about that. And he sees like vivid hallucinations and he draws them out. So that's his job. He's actually an animator. And the cool thing about his TikToks is he's able to animate, basically simulate what he's seeing and hearing 24/7. And his depictions of what he draws are very interesting because the type of entities that he sees, you also see the same type of entity on drugs like tryptamine, DMT, and they're usually these strange like clown, elf, jester type beings. I don't know if you've ever, if your patients ever told you the same thing, that they see these similar type of entities. Now what they report to me the most, both the schizophrenics and the messers, were shadow people. They're three-dimensional shadows that can walk through walls. They appear, they're darker than the rest of the room. They hardly ever speak. And if they can see their eyes, they're in worse shape. I would even use that as a diagnostic tool. If they saw their eyes were either lime green or red. But I never heard them hurt anybody. They would scare people half to death. But they would never hurt anybody. But then, you know, that's one class of energetic being. And the Native Americans used to call them the Watchers. Leute, nur mal kurz erwähnt, ich will hier nicht suggerieren, dass Ryan Garcia durch ist. Ich fand es einfach interessant, dass er sagt, dass ihm Engel erschienen sind und der Psychotherapeut etwas Ähnliches über mehrere Patienten behauptet. Im Endeffekt haben viele Sachen, die er da behauptet hat, gestimmt. Es gibt den Bohemian Grove, es gibt Kinder, es gibt wahrscheinlich auch mehrere Einsteininseln und wir sind wahrscheinlich auch in der Endzeit. Aber diese Behauptung, die er nicht belegen konnte, haben seine Aussagen etwas diskreditiert. I'm gonna touch this really quick. Really, really quick. The rules of satanic worship is it needs to be in your plain sight. That's all I'm gonna say. So everything that I'm saying is right in front of your face. And you're not doing anything about it. You're not doing anything about it. I'm screaming to the world, putting my reputation on the line. I got people wanting to cancel the fight. People telling me I need to go to a mental rehab to put me into the psych ward because I'm speaking the truth. Kurz etwas zur Legalisierung. Leute, am besten gar nicht, aber wenn ihr euch wirklich wegen der Lage in Deutschland Pflanzen ziehen wollt, sucht euch Sorten mit einem niedrigen THC-Gehalt aus. Wenn es nur einmal in 2-3 Monaten wäre, dass ihr so potentes K*** raucht, wäre das nicht so bedenklich. Aber wenn ihr dann eine ganze Pflanze oder 3 ganze Pflanzen mit so hohem THC-Gehalt habt, werden manche von euch mit der Zeit mit Sicherheit psychische Probleme bekommen. Bei den Samen, die ihr euch holt, immer schauen, dass diese einen niedrigen THC-Gehalt und einen hohen CBD-Gehalt haben. Was denkt ihr über diese Themen? Schreibt es unten in die Kommentare.